Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Jägerin. Ja, und ich spiele mit den Perks Barbecue und Chili, Blutwächter, Ausbruch und kein Ausweg. Habe außerdem zwei zusätzliche Äxte mit dabei und kann mich ein bisschen schneller bewegen, wenn ich so eine Axt auflade. Und mal schauen, wie ich mich schlagen werde. Ich habe schon... Diese ganzen Fernkampfkiller sind einfach nicht so meins. Deshalb spiele ich die... nicht so gerne, aber naja, ist mal wieder Zeit für eine Runde Jägerin, dachte ich mir. Und mal schauen, ob es wirklich Zeit ist. Oh ja, es ist wirklich Zeit. Okay. Wunder, schade. Ich hätte mich kurz gefreut. Oh, schönes Haut im Nehmen. Schade. Ich dachte, man kann da... Ich bin kein Trickster. Ich sollte nicht solche verrückten Schüsse versuchen. Warte mal. Dort. Okay, ist natürlich auch blöd, dass der sein Haut im Nehmen so schön gezündet hat. Schade. Ich meine, wenn man nicht diese Schüsse macht... Dann lernt man es ja auch nicht. Gut ausgewichen. Da habt ihr jetzt gerade die Maus gehört. Klick, klick, klick. Den Haken, den wollte ich mir nicht stehlen lassen. Hallo Felix. Einmal. Perfekt. Hat mir der Felix schön einen Schlag geschenkt. So, Ausbruch drauf. Und ich brauche neue Äxte. Okay. Das Gute ist, jetzt muss halt jemand anders... Also halt jemand anders, der nicht der Felix ist, kommen, um ihn zu retten. Der Felix ist schon geheilt. Ah, die spielen mit guten Medikits. Die haben auch alle ein Medikit dabei. Der Jen geht noch zurück. Ja, aber so weit kann der Felix doch nicht weggerannt sein. Genau. Kann er auch nicht. Was? Das ging dann nicht mehr. Einmal. Das wäre es gewesen, ne? Okay, die ist über alle Berge. Ich müsste sie aber down bekommen, damit der Gendo zurückgeht. Okay, meine einzige Hoffnung ist halt, ich habe ein Endgame. Ein Endgame-Plan. Hab ich dich? Perfekt, zwei Leute mit Ausbruch können nichts machen. So, du kommst mit. Hinter mir direkt an den Haken. Barbecue, Hep. Los. Zeig mir, was machen die überlebt. Die stehen neben dem Gen. Dort hinten segnet jemand ein Totem. Sollen die ruhig den Gen dort machen? Dann hole ich mir vielleicht die Person, die hier unten rumgurkt. Hallo, Mac. Gut. Hör auf, so schlänglich zu sein. Hat die sehr schön gemacht. Ja, die haben den Gen geschafft. Mac rennt wieder in irgendeine Ecke. Oh, schade, um sich zu heilen. Okay, hallo. So. Sehr gut. Schade, ich dachte, ich kann da so drüber werfen. Ich glaube, das kann man auch, aber ich halt nicht. Habe ich dich? Das war ein bisschen gierig. Aber hey, ist mein drittes Zeichen für keinen Ausweg. Und ihr merkt schon, wir müssen irgendwie wahrscheinlich aufs Endgame spielen. Und hoffen und beten, dass wir mit Blutwächter was reißen können.
Mac. So. Einmal. Okay. Also nehmen. So wie es aussieht, dort hinten kommt jemand. Okay, nein. Kommt doch nicht mehr. Neue Äxte. Okay, das war, glaube ich, Trite, der da retten wollte. Ja. Och, gut gemacht. Einmal. Okay, wenn Mac mich blocken möchte, dann kann ich auch weiter auf Mac gehen und die Überlebenden jetzt so dazu zwingen, dass sie für sie tanken wollen. Ich weiß gar nicht, ist Mac tot? Okay, hallo Mac. Gut gemacht. Dort hinten habe ich sie. Habe ich dich? So, niemand da. Ich dachte halt, es ist der Trite. Also ich wollte halt vorhin auf den Trite gehen, aber wenn die Leute irgendwie so dazwischen gehen, dann hole ich sie mir. Oh, dort hinten sind sie. Nicht gut. Okay, neue Äxte. Und ich weiß, dass von dieser Seite jemand kommt. Ich weiß auch, dass von dort jemand kommt. Schade. Einmal. Also sie haben keinen Ausweg auch schon getriggert. Okay, wenn der mich loopt, dann will ich so stehen, dass ich zwischen ihm und den Toren bin. Also neben hat er gerade gezündet. Deshalb die Animation. Okay. Sehr gut gemacht. Rechts von mir läuft Trite weg. Sehr gut. Habe ich dich? Noch ein hartes Nehmen hast du nicht. Wunderbar. Immer wieder sehr gut, wenn solche Hits sitzen. Okay, ich will ihn extra weit wegbringen, damit der Weg zum Tor schwer für die Überlebenden ist. Hep. Okay, eine Person da. Eine Person da und Mac wahrscheinlich hier hinten irgendwo teilt sich. Ja, die sind alle schon wieder geheilt. Okay, wie machen wir das? Ich meine, ich habe meinen Endgame-Plan. Ich habe noch Blutwächter. Ich kann natürlich jetzt so ein bisschen versuchen zu campen. Ich meine, muss ich wahrscheinlich auch. Sehr schön. Ausgewichen. Gut gemacht. Okay. Ich weiß, es ist hinter mir. Ja, hier sind zig Leute. So. Einmal verwundet. Dort hinten läuft sie. Okay. Dich hole ich mir, Mac. Du bist auch tot, wenn du hängst. Hinter mir ist die Kavallerie. Habe ich dich? Und ich hole mir neue Äxte. Hallo ihr. Haut ab. Die Sache ist halt, wenn ich jetzt Mac mitnehme.
Wenn ich die jetzt mitnehme, dann wird das nichts mit Blutwächter. Einmal. Hab ich dich. Du kommst mit. Da ist auch direkt ein Haken. So, und tap. Tot. Okay. Rotes Licht zeigen. Hallo Felix. Gut ausgewichen. Schade. Du kommst mit. Und dort hinten an den Haken. Einmal. Das sollte ich schaffen, auch wenn ich zwei Schläge dafür reinholen muss. So, und tap. Du bist noch nicht tot. Und deine Freunde sind auch nicht beim Tor. Sonst würde ich deren Aura sehen. Okay, ich brauche neue Äxte. Ich hatte halt irgendwie gehofft, mit Blutwächter jetzt Leute zu schnappen, aber die haben das halt gesehen, direkt sind direkt dort weggerannt. Dort hinten haben wir Dwight. Einmal. Habe ich dich nicht, denn du hast gutes Hart und Nehmen gezündet. Stark. Gut gemacht. Okay, und Blutwächter ist jetzt auch gleich vorbei. Sehr gut, das spielt hier gut Katzenmaus mit mir. Schade. Okay, die Leute sagen, Dwight, du musst die Falsche nehmen. Hab ich dich? Als er die Falsche gehört hat, war es einfach nur für ihn. Er muss los. Was für ein Zufall, dass die Falsche auch direkt bei ihm spawnt, ne? Okay. Oh, was für eine Runde. Also es waren ein paar richtig coole Schüsse dabei, natürlich. Ich spiele halt Jägerin kaum. Also ich, das ist jetzt die erste Runde, die ich jetzt seit einer halben Ewigkeit mal wieder Jägerin spiele. Oh, ja, es ist halt gar nicht so einfach mit ihr. Für mich zumindest. Ich finde diese Präzisionskiller echt knackig. Aber hey, dafür bin ich sehr zufrieden. Zwei Leute habe ich mir geholt. Es war ein krasses Endgame. Oh, und ich bin aufgeputscht. Good game, well played. War eine schöne Runde. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss.